Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadfall Adventures. Wir sind jetzt hier im Tempel von Chibalba. Und nehmen uns erstmal die Maß mit. Und hier scheint gleich schon wieder den ersten Schatz zu geben. Und hier war eine Fedora. Ah nein, wir hatten die Fedora. Okay, dort oben ist der Schatz. Und dort kommen wieder Zombies. Das ist ja was ganz Neues. So. Ja, ist gut. Die wollen dann noch runterspringen. Oh, da ist wieder einer mit Schild. Aber die holen wir uns ganz einfach. Den auch und den und den und den und alle. Fürs Erste dürfte es vorbei sein. Ich hoffe doch. So, hier gehen wir einfach mal lang. Ich hoffe, das geht so ohne Probleme. Ja. So, das Notizbuch. Das sagt uns, dass wir hier drücken sollen. Der raubgierige Idiot führte seine Soldaten immer tiefer und tiefer hinein, ganz egal wie viele dabei starben. Und jetzt gehen wir, nein, lass mich raten, tiefer und tiefer hinein. Okay, eine Karte. Ah, okay, und hier sind die Druckknöpfe und hier hinten müsste dann ja der Schatz noch sein. Oh. Da kommt wieder einer von den freundlichen Vertretern. Danke, ich kaufe nix. Ja, ich kann leider gerade nicht hören, was du sagst. Tut mir leid. Da war ein Gegner. So. Oh. So. Verdammte Käfer. So. Und die holen wir uns ganz einfach. Seid ein bisschen. Ja. Das werden wir schon sehen. So, als Erstes müssen wir den Drachenkopf drücken. Der ist hier. Als Zweites. Das ist die Frage, was drücken wir als Zweites? Ah, wir müssen wahrscheinlich alle drei einfach drücken. Okay, das war anscheinend falsch. So. Kombination sein. Aber wo ist das Schloss? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider auch nicht beantworten kann. Wieder falsch. Aber damit müssen wir anfangen, auf jeden Fall. Versuchen wir es mal so rum. Und holen uns das hier. So, und schon geht das Ding nämlich auf. Hätte ich dir ja gleich sagen können. So. Ein Glück, dass wir hier eine ordentliche Wumme haben. So. Und der ist auch Geschichte. Ist schon cool hier. Aber das ist auch in gewisser Weise extrem beängstigend. Ah, da. Fast am Schatz vorbeigerannt. Boah, hier ist wieder einer von den ungemütlichen Gesellen. So, irgendwo noch ein Schatz. Oh! Verdammt! Ah. Oh! Okay. Gegen den Balken sollten wir also nicht klatschen. So viel dazu, wie viel wir in diesem Spiel schon in den Checkpoint geladen haben. Glaubt einem keiner. So, dich kenne ich noch, Kollege. Kann man hier drüber springen? Nee, natürlich kann man hier nicht drüber springen. So, den Balken weichen wir mal ganz geschickt aus. Wapp! Hä? Okay, da ist er mit der großen Zehe hängen geblieben. Was zur Hölle ist das? Ich sehe schon, das ist wieder so eine Passage, die wir 1000 Mal machen können. Weil ich es ewig nicht hinkriegen werde. Auf ein neues! Hey! Wieder der große Zeh, oder vielleicht war es diesmal sogar der kleine Zeh.
Hängen geblieben sind wir alle mal. Ey, ich bin voll hängen geblieben. So. Nochmal bitte weg. Danke. Ist er weg? Jo. Müssen wir mal hier falsch rum starten. Ui! Dreht sich instant rum, hat sehr gute Reflexe. Okay, hier komme ich auf jeden Fall so nicht vorbei. Was zur Hölle ist das? Tja, nachdem du 5-mal gestorben bist, dürftest du langsam wissen, was das ist. Das ist ein Zombie. Gestatten. Wow. Wow. Wie überraschend. Okay, ich weiß nicht, wie man hier vorbeikommen soll. Tut mir leid. Tut mir auch leid, dass wir jetzt dauernd sterben, aber... Ich versuch's mal links. Das ist jetzt mal ein Versuch. Ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert, aber irgendwas müssen wir ja probieren. Wow. Ah. Hilfe. Jupp. Hier sind wir eindeutig hier. Können wir vielleicht langsamer rutschen? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Das ist immer noch derselbe Zombie, den du jetzt schon 8-mal gesehen hast. So ein Death Counter wäre jetzt cool. Ding, 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 ding. So, wir haben es geschafft, hey! Was ein Wunder. Alles in Ordnung? Jo. Ja. Mir geht's super, nachdem ich jetzt 9-mal hier runtergerutscht bin. Das mache ich hauptberuflich. Hauptberuflich Tempelrutscher. So, ja, da freut er sich wieder. Ist ein kleines Kind. Hihi, gleich geht's los. Passiert hier irgendwas? Nee. Außer, dass uns von allen Seiten schon wieder die Kreaturen des Bösen angreifen. Ich brauche mal eine andere Waffe hier. So. Nachladen. So und... Boah. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier... Gut, ich bin da nicht rausgekommen. Ich hing an einem Busch fest. Das war dieses Schlingblattwerk. Das dann einfach um dein Bein schlingt und du kommst einfach nie wieder da raus. Ja, das können wir tun. So, den. So, wir machen mal schon ein bisschen mit Fernkampf hier. Aber ich sehe, die kommen ohnehin von allen Seiten. So viel mit Fernkampf ist da auch nicht. Nee. Irgendwann muss auch mal wieder gut sein. Was denn für Fenster? Du bist gut, Fenster. Sieht nicht gerade aus wie botanischer Garten hier. Das könnten aber die Fenster sein. Mist, die ist leer. So, hier war doch irgendwo noch so ein Schalterteil. Beweg mich mal hier im Licht. So, jetzt müssen wir mit den einfachen Wummen zurechtkommen. Ja, Nahkampf funktioniert wie immer nicht. Oh. Manchmal regt mich das ein bisschen auf, dass das Spiel doch an einigen Stellen so ein klein wenig rumbackt. Aber was soll's. Dafür ist es relativ atmosphärisch gehalten, wenn man hier nicht wieder eine Viertelstunde gegen solche Zombies kämpfen muss. Aber ich muss sagen, die Kritiken sagen ja oft, ja, die Zombie-Kämpfe sind viel zu leicht und alles, aber ganz ehrlich, so leicht finde ich die jetzt gar nicht mehr. Die mögen am Anfang relativ leicht sein, aber... Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Das stimmt allerdings. Habe ich nicht getroffen?
So, wir lassen mal ein bisschen Licht in die Bude. Ach, die hat... die Gute hat sich gleich wieder dort hochgestellt. So. Wo müssen wir denn hin? Dahinter? Da gibt es ja bestimmt irgendwie einen Weg nach oben oder zumindest irgendwo hin. Ach, jetzt geht Nahkampfangriff. Cool. So ein halbes Stündchen später. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Sieht doch interessant aus. So für die andere hatten wir. Für die andere hatten wir eh keine Munition mehr. Ich glaube, die hier ist hier unten gar nicht so schlecht. Jetzt möchte ich aber nicht unbedingt sterben. So. Oh, das fällt sonst auf uns drauf. Ich sehe die Intention, die dahinter steckt. So. Schauen mal eben. Es dreht sich munter weiter. Das heißt, kein Schatz in der Nähe. Okay, hier war auch keiner drin. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Glaub mir, Goodwin, ich auch nicht. Aber ist echt cool. Also, muss ich sagen, gefällt mir. Was haben wir denn hier jetzt? Toll. Eine Zeichnung, die mir gerade nicht allzu viel bringt. Darum gehe ich erstmal... Achso, hier runter kann ich noch nicht gehen. Sieh nur, die Decke. Genau wie in der Höhle in der Arktis. Aha. Vielleicht sehen wir ja so ein bisschen mehr. Ach, hier. Alles klar. Der Elefantenkopf. Müsste der hier sein? Glaube ich, oder? Drehen wir noch weiter. Ja. Ne, der ist es. Und hier haben wir dieses komische Teil. Das wird sich dann ja von alleine ergeben, denke ich mal. Das müsste sein, ne? Oder? Das hier. Alles klar. Sehr cool gemacht. Muss ich zugeben. Extrem cool. So, und jetzt ist man hier. Mal wieder. Oh! Ja, lol. Und jetzt bin ich wohl am Arsch, oder wie? Na, das ist ja super. Ah, hier. Hier komme ich wieder raus. Ich dachte schon. So, hier war's. Das Zeichen, glaube ich. Hier war es der Elefant. Dann war es das Zeichen. Und dann gehen wir nochmal munter, fröhlich, walkend da drauf. Und was uns da oben erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Und ciao.